Hallo, guten Tag. Heute fangt mal anders. Ich wollte mich heute noch bedanken, bevor der Chef anfängt, dass die Leute, wo lange und schöne Kommentare schreiben, die lesen alles. Danke für die Mühe. Und wir werden dann so weitermachen. So. Genau. Ja. Und ihr macht auch so weiter mit dem Liken. Ja. Vielen Dank. Es motiviert uns. Das motiviert uns. So, jetzt sagen wir mal ganz kurz einen Satz dazu. Zwei Leute, zwei Auszubildende sind jetzt in Schule. Vielen Dank. Vielen Dank dafür, weil jetzt, wo wir anfangen können zu arbeiten, auch wenn es heute regnet, haben wir Schule. Und letztes Jahr war es so, dass sie im Dezember in der Schule waren, weil wir haben ja im Dezember nichts zu tun. Man könnte jetzt hier einen leichten Ansatz von Kritik spüren, aber sind wir zufrieden, dass wir überhaupt arbeiten dürfen nach zwei Monaten Berufsverbot? Sind wir zufrieden? Ja. So, jetzt haben wir die normalen Problematiken, Tobi. Ja, genau. Wir haben heute einen Schichtplan gemacht. Da haben wir jetzt dann gemerkt, so, wir müssen einiges berücksichtigen. Zum Beispiel, wir haben jemanden, der ist gerade in der Schule, der ist Berufsschüler Simon. Dann haben wir jemanden, die ist in Elternzeit, die Vita. Und die Alana ist zum Beispiel ist schwanger. Und da merkt man dann, da müssen wir das alles variieren. Da müssen wir schauen, wie wir es hinkriegen mit dem Plan. Selbe Kapazität. Genau, selbe Kapazität. Ja. Wie viele Schritte hast du gehabt gestern? Gestern haben wir knapp 30.000 Schritte gehabt. Also die Laufwege sind jetzt länger. Wir haben jetzt genauso, also ein bisschen mehr Tische natürlich, aber da ist ein Laufweg länger, deswegen dauert alles etwas länger. Man könnte es etwas abschwächen, die 30.000 Schritte waren ja nur auf 11,5 Stunden verteilt. Genau. Also keine Kunst. Nein, genau. Genau, und deswegen müssen wir halt durchsichten, bitte, dass es halt einfach etwas länger dauert. Und deswegen bitten wir um euer Verständnis. Dankeschön. Genau, vielen Dank. Bis, wenn die Sonne wieder scheint, melden wir uns wieder. Genau. Dankeschön, bis nächstes Mal. 50 Autos, wenn ihr aufnehmen wollt. Genau.